Das ist der Start zum 6. Rennenpreis der Compass Group Schweiz AG. Das Feld formiert sich. Innen hat erstmal Catching Fire einen guten Start erwischt. Los Angeles bemüht sich ebenfalls um die Spitze, aber da ist auch noch Diamond Hayes. Erste von zwei Tribünenpassagen mit Diamond Hayes in Front. Innen dahinter Catching Fire. Dann ist Los Angeles zur Stelle, gefolgt von Darling in Pink. Ganz innen ist es Brabazak. Dann Chief of Staff außen Rebus, der mit der äußersten Startbox jetzt zuerst mal eine vernünftige Position finden muss. Naomi Heller hier, das ist keine ganz so einfache Aufgabe, bleibt jetzt immer noch in dritter Spur. Am Schluss des Feldes ist es Big Dam hinter Rumba, Top News und Kadan. Es geht in die einzige Gegenseite mit Diamond Hayes in Front. An zweiter Position ist es Los Angeles, dann in Lauerstellung Catching Fire an dritter Stelle. Dann folgt Darling in Pink mit Brabusak außen Rebus, der bleibt jetzt da außen unverändert hängen. Dann ist Chief of Staff im Mittelfeld. Top News hat sich vorgearbeitet. Dann folgt Rumba, Kadan und Peak Dam. So geht das Feld in den Schlussbogen bereits mit Diamond Hayes in Front. In sehr guter Haltung Catching Fire an innen an zweiter, dritter Stelle. Außen versucht Los Angeles anzugreifen. Rebus ist ebenfalls noch in guter Haltung zur Stelle. Brabusak kommt nicht recht weiter. Dafür kommt Chief of Staff, Darling in Pink. Und innen versucht Top News jetzt anzugreifen. Hat aber noch einen weiten Weg. Diamond Hayes ist vorne, aber der Angreifer heißt Catching Fire. Catching Fire sieht richtig stark aus. Und ganz außen kommt auch noch Chief of Staff. Catching Fire, Chief of Staff. Innen versucht Diamond Hayes zurückzukämpfen. Aber Chief of Staff ist vorne und außen kommt hier jetzt Chief of Staff, vorne ist Catching Fire oder Chief of Staff, Catching Fire mit Chief of Staff oder Catching Fire gewinnt vor Chief of Staff mit Diamond Hayes an dritter Stelle, dann Brabusak, das ist der Sieg für Miro Weiss, der damit im Kampf um das Flach-Trainer-Championat wieder einen wichtigen Punkt macht. Es ist noch alles offen.